Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kauf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video hier auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal an einem super Tag in Österreich. Und heute schauen wir uns die Top 5 oder die 5 Produkte an, die immer gehen, also die wir in letzter Zeit sehr, sehr oft verkauft haben, wo ich mich selbst ab und an gewundert habe, okay Digga, warum verkaufen sich diese Produkte jetzt so richtig, richtig gut? Und ja, die stelle ich euch vor, blende ich natürlich die Verkäufe ein, nicht nur auf unserem Ebay-Shop von YouTube, also unserem YouTube-Ebay-Shop, sondern wir haben ja noch andere Shops. Ich blende euch dann auch ein paar Verkäufe von dort ein, weil sich's ja immer ein bisschen mischt und so kann ich den maximalen Mehrwert für euch weitergeben. Vielleicht fallen auch dem einen oder anderen auf, okay, hier könnte ich ein bisschen mehr investieren, ich gebe euch auch Tipps und Tricks weiter. Also wird eine spannende Folge, würde ich sagen, meine Freunde, gerne abonniert den Kanal, gerne gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir befinden uns jetzt in unserem Lager und jetzt fangen wir direkt an. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Los geht's. So, meine Freunde, kommen wir direkt zum ersten Produkt, das sich wirklich laufend bei uns verkauft auf den verschiedensten Shops, nicht nur auf unserem kleinen Ebay-Shop, sondern auch bei Spock. Auch Leute kommen vorbei, picken sich sofort diese Produkte raus. Das sind nämlich End-of-Life-Briquettes. Mir kommt vor, wirklich in letzter Zeit gibt es immer und immer mehr Brickhead-Sammler. Jeder will die Klotzköpfe hier am Start haben, die gehen einfach weg. Wir haben, am Tag wirklich 5 bis 10 Sales nur in diesem Themengebiet. Das hatten wir früher überhaupt nicht. Da waren so 1-2 am Tag und auch nur immer die heftigsten End-of-Life-Brickheads, in Anführungszeichen, was meine ich mit den heftigsten, die halt am seltensten sind. Aber jetzt verkauft sich wirklich quer durch die Bank alles. Ich blende euch jetzt die von unserem kleinen Ebay-Shop ein, weil das könnt ihr am besten nachvollziehen. Blende ich euch ganz kurz ein. Ihr könnt euch auch die Datums anschauen. Das waren einfach mal 5 Sales in 2 Tagen, glaube ich. Nur bei dem kleinen Shop, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und auch zum Beispiel, das war das Komischste, der letztens besprochenen Sale gehabt von dem Kollegen hier für 20 Euro, den gibt es aber bei Lego noch für 9 Euro, das ist der ist noch nicht End of Life. Und bei den Brickheads ist es wichtig, das will ich euch sagen. Die exklusiven Brickheads, die könnt ihr mit GWPs unter der UVP kaufen. Also um unter die UVP zu kommen, bei exklusiven braucht ihr Giveaways dazu, doppelte VIP-Punkte oder solche Dinge. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein nicht exklusives Brickhead, ich drehe mich kurz um, hier wie das Osterküken hier, das würde ich niemals im Leben zu UVP kaufen. Ihr bekommt das in Läden für 4, 5 Euro. Ihr müsst da immer unterscheiden, auch bei diesen Sets ist es so enorm wichtig, weil wenn ihr den damals mit einem GWP für 8 Euro bekommen hättet oder habt, 30 Euro habe ich den jetzt letztens verkauft, habe ich euch eher eingeblendet. Und die werden natürlich auch dann seltener, weil sie halt exklusiv auch sind. Natürlich Star Wars ist klar, aber es gibt auch Brickheads, jetzt fährt gerade ein Traktor vorbei hier draußen, ich hoffe ihr versteht mich, es gibt auch Brickheads wie, okay, das ist der Star Wars Brickhead und das ist der von Fluch der Karibik, ja, der Jack Sparrow ist auch ein cooler Charakter. Wie gesagt, ihr seht ja, man kann wirklich, wenn man da eine gute Auswahl trifft, wenn man sich ein bisschen in diesem Bereich auskennt, richtig gute Renditen erzielen zwischen 20 und 30 Euro und das ist enorm heftig. So, jetzt war der Kamera-Akku leider leer, jetzt kann ich euch noch kurz einen Sale zeigen. Das ist ein Sale, das hat einer bei uns gekauft, lauter End-of-Life Brickheads, also alle verkauft worden in den letzten Tagen. Wir haben ja extrem viele, wie gesagt, dieser Frankenstein gehört auch dazu. Hier der, wie heißt denn der Typ, Robin, ja, wie gesagt, das alles haben wir an einen noch verkauft, laut End of Life Brickheads, also die Leute fangen an, Brickheads zu sammeln, die Leute fangen auch durch unseren Kanal immer mehr an, Brickheads zu sammeln, er hat zum Beispiel auch welche gekauft, die noch nicht End of Life sind, die hat einfach alle bei mir genommen, weil das ist ein Sammler und ja, wie gesagt, eine ganz, ganz geile Geschichte. Und das ist mein Tipp für euch. Schaut auch im Bereich Brickheads, welche könntet ihr mit GWPs und der UVP bekommen? Wie könnt ihr da ein bisschen sparen? Und das ist eine, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr günstige Anlage, die auch extrem, extrem gut funktioniert. Und jetzt schauen wir zurück ins Büro und kommen zum Punkt Nummer 2. Kommen wir direkt zum Produkt Nummer 2. Was verkauft sich? Sagt man verkauft sich? Ich weiß es nicht. Was verkauft sich, Digga? Was verkauft sich? Wie komme ich auf verkauft sich? Was verkauft sich noch richtig, richtig gut? Nämlich GWPs. Also den verkaufe ich nicht, weil der hat eine Delle hier drinnen. Der steht bei mir immer hinten im Regal. Aber die verschiedensten Giveaways, die es halt bei Lego so gibt, die gehen richtig, richtig gut weg. Manche Sammler sagen sich, nee, da bestelle ich halt nicht um 200 Euro, sondern ich schaue auf eBay und hole mir halt den billigsten raus, habe es trotzdem für 15 Euro dann in meiner Sammlung fertig. Also solche Giveaways, nehmt euch die mit, die können richtig, richtig gute Preise erzielen. Ich blende euch jetzt mal durchgehend die letzten Giveaways ein, die es gab und welche Preise für diese erzielt wurden, beziehungsweise noch immer erzielt werden. Also mein zweiter Tipp, holt euch die Giveaways immer, weil dann könnt ihr zum Beispiel im Tipp Nummer 1, deswegen habe ich es gleich als Tipp Nummer 2 gegeben, dann könnt ihr immer zum Beispiel die exklusive Brickheads holen, wenn es ein GWP gibt.
die dann lagern und euch das noch holen, habt dann direkte Sales. Also das hat wirklich, wirklich Sinn, wenn man sich die, wenn man exklusive Brickheads oder nicht nur Brickheads, sondern auch andere Sets in Kombination mit GWPs holt. Man drückt den exklusiven Preis, auch bei den Modulars beispielsweise, und ja, kann man dann super verkaufen. Beispielsweise das Ding hier habe ich mit einem Modular gekauft, also mit dem, ich weiß nicht, mit der Buchhandlung, glaube ich, habe ich das Ding gekauft. Habe die Buchhandlung gleich mal um 25 Euro gedrückt, weil das Ding geht ungefähr für 25 Euro bei eBay weg. Habe dann damals noch doppelte VIP-Punkte, glaube ich, bekommen. Ich weiß nicht genau, ob das, ich glaube schon, dass die doppelten VIP-Punkte dabei waren. Vollkommen wurscht, aber mein Tipp Nummer 2, beziehungsweise das Produkt Nummer 2, was richtig gut geht, sind GWPs. Warum? Also Giveaways, warum? Weil die auch nur kurze Zeit und begrenzt verfügbar sind, dann nicht mehr. Also es ist sozusagen ein Produkt, das sehr, sehr schnell end of life geht. Blöd gesagt. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich haben wollen. Und genau in die sollte man natürlich auch in Anführungszeichen investieren und am besten in Kombination, wie gerade eben erklärt. So, Freunde, Punkt Nummer 3. Was verkauft sich auch extrem gut noch bei uns? Ich hoffe, ihr haltet nicht zu sehr drinnen. Ja, PC bzw. Hardware-Komponenten, auch ältere Hardware-Komponenten, zum Beispiel hier Festplatten, so 2,5 Zoll Festplatten, ich bin jetzt extra hier reingegangen, auch 3,5 Zoll Festplatten, aber zum Beispiel auch, hoppla, aber auch hier zum Beispiel Festplattenhalterung, Festplattenrahmen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele, die sich einen Rechner kaufen mit einer 500er SSD drinnen zum Beispiel und wollen noch eine 1000er HDD reinpacken. Dann sehen sie aber, okay, der Rahmen wurde rausgenommen. Das passiert sehr, sehr oft bei gebrauchten Rechnern oder es war gar keiner vorhanden. Und so ein kleiner Festplattenrahmen bringt 5 bis 10 Euro ein. Und wir haben hier hunderte von denen rumliegen. Und nicht nur so Festplattenrahmen, sondern auch irgendwelche älteren Adapter und sehr, sehr viele andere Dinge. Schrauben, Jumper sogar verkaufen wir oder andere Dinge aus so einem alten Rechner. Da ist so viel drin, das kann ich euch sagen, nicht nur aus dem alten Rechner, aber auch zum Beispiel hier, seht ihr das, das sind lauter Schrauben, die man halt, oder die wir halt als Rechner rausgepackt haben, weil wir sie umgerüstet haben, was auch immer. Hebt euch das auf, wenn ihr im IT-Bereich tätig seid, wenn ihr eh in der Nische seid, dann bietet auch einzelne Jumper zum Beispiel an, oder meistens, wir bundeln es mit 5 bis 10 auf unserem Online-Shop, das sind so kleine Jumper, die man, wo man Steckbrücken damit machen kann, um irgendwelche Funktionen zu deaktivieren oder was auch immer. Das Passwort zum Beispiel bei einem Rechner habe ich euch mal gezeigt. Und ja, genau das bringt auch Geld. Also wenn ihr so und so deinen Rechner umrüstet oder wenn der Rechner vielleicht sogar defekt ist, weil jetzt die CPU hin ist, haut den Rechner doch nicht weg. Schlachtet den aus und verkauft es. Ihr habt sehr, sehr viele einzelne Teile dann am Start. Ihr könnt da wirklich was draus machen, Freunde. Ihr müsst in allem ein bisschen Geld sehen. Und ich blende euch jetzt mal einen großen IT-Ebay-Online-Job ein. Der macht ja das genau gleiche. Da nennt man sich so Plastikpäckchen, wo man das dann abpackt und stellt das einzeln ein. Weil es ist wirklich so, wie oft habe ich schon, obwohl wir so viel Zeug am Start haben, wie oft habe ich schon irgendwie genau ein spezielles Teil gebraucht für den einen Rechner und dann habe ich da 5 Euro dafür bezahlt, weil sonst der Rechner nicht mehr funktioniert hätte, weil wir das Teil nicht gehabt hätten. Also Punkt Nummer 3, Freunde, Hardware bzw. Hardware-Komponenten oder Hardware-Einzelteile sind so wichtig bzw. sind so underrated, was was jeder denkt sich, ja, der Schrauben, so eine BIOS-Batterie oder was auch immer, brauche ich nicht. Aber wenn ihr einen IT-Shop habt, ihr verkauft zum Beispiel solche Mini-PCs auch wie wir, die sind gerade auf Aktion bei uns drinnen, sagen wir mal, ihr habt sowas am Start, ihr habt andere Rechner am Start, vollkommen wurscht, ihr verkauft noch Laptops. Warum bietet ihr nicht dann auch Hardware-Komponenten, Einzelteile, RAM-Speicher, alles Mögliche an? Das ist halt nice, meiner Meinung nach, auch CPUs einzeln, das würde ich so machen, Freunde, auch Abdeckungen von PCs. Auch Monitore, wie ich euch heute in Insta-Story gezeigt habe. Auch Monitore. Schaut, dass ihr auch sowas verkauft. Und bietet einfach quer durch die Bank alles ein bisschen an. Und ich sage euch, dann wird der Shop viel, viel besser noch gehen, wie der vielleicht eh schon geht. Punkt Nummer 4 oder Ware Nummer 4, die ich euch zeigen will, die ich euch extra jetzt nochmal zeigen will, sind unsere Mauspads, die wir eh für die Challenge gekauft haben. Ihr seht nämlich hier gar keine mehr. Wenn ich mich jetzt hier ein bisschen bücke, dann haben wir hier noch Mauspads. Und das ist halt einfach so heftig. Ich hatte ja einen EK von 1 Euro für die Teile. Ich blende euch jetzt mal ein, wir haben am eBay, auf dem kleinen eBay-Shop, schon 8 davon für 14 Euro verkauft. Und wir haben es auch im Bulk weiterverkaufen können, wo wir auch pro Stück 1,50 Euro gemacht haben, nach Abzüge der Gebühren. Und ja, das ist halt auch was. Die gehen auch weg. Jeder will die haben. Ich habe keine Ahnung, warum. Die sind gut, natürlich. Die sind richtig, richtig gut.
Aber ich war in dieser Nische, in Anführungszeichen, beziehungsweise hatte ich noch nie so große Mauspads. Hatte ich noch nie. Aber das ist einfach ein Zufall gewesen, dass ich gesagt habe, okay, die nehme ich mir jetzt und ich teste es. Ich wusste nicht, mir wäre ein kleiner lieber gewesen, aber die Leute zahlen mehr für große Freunde. Und die wurden selbst designt, selbst importiert und für unter 1 Euro haben die die eingekauft damals. Also die haben sie die erstellen lassen, die mussten ein paar tausend Stück abnehmen. Aber da könnte man überlegen, okay, geht man hier rein, weil hier ist Potenzial da. Ich sehe es durch die Sales. Ich habe jetzt von den 300, 400, die wir hatten, die Hälfte sind jetzt schon weg. Und vielleicht auch für den einen oder anderen so ein kleiner Denkanstoß. Okay, Mauspads, da habe ich, die kann ich leicht, in Anführungszeichen, leicht importieren. Sie werden bei dem Versand nicht beschädigt, man kann sie gut weiterversenden. Sie bieten auch keine Gefahren für irgendwen. Also das ist vielleicht ein Produkt, wo der ein oder andere sagt, okay, wenn ich da ein geiles Design hinbringe, auch wenn ich 3 Euro pro Stück bezahle, wie gesagt, wir verkaufen die teilweise für 15 Euro plus 5 Euro Versand. Das ist wild und das hat mir auch gezeigt, okay, auch in diesem Bereich ist einiges drinnen und das ist der Punkt Nummer 4, den ich euch kurz weitergeben wollte. Und Punkt Nummer 5 beziehungsweise Produkt Nummer 5, das wir auch sehr, sehr Gewinn bringen und sehr, sehr oft weiterverkaufen können, sind CD, DVD, Bulks, auch PC-Games. Es sind hinter mir 500 PC-Games, die wir zu einem großen Spielekauf einfach geschenkt dazu bekommen haben. Also wir haben die for free dazu bekommen, die brauchen sehr, sehr viel Platz und wir verkaufen pro Stück verlangen wir 80 Cent, die verkaufen wir im Bulk weiter und die 500 Stück, die wurden mir abgenommen, beziehungsweise mir werden die laufend abgenommen, nicht nur jetzt den einen, sondern wir haben das laufend, ich will die nicht listen, würde sich für uns natürlich auch rentieren, wir haben aber, man muss immer Zeit und Geld vergleichen, aber trotzdem, ihr könnt ja mal schauen, was bekommt man für das, im Schnitt bekommst du da trotzdem, der das kauft, wird da noch guten Gewinn machen. Natürlich muss es seine Zeit investieren, vollkommen klar, aber der wird noch guten Gewinn machen, wir machen guten Gewinn. Das ist ein Win-Win-Win-Geschäft sozusagen. Jeder freut sich, die sind noch super gut aufbereitet, super gut in Schuss. Ich gehe jetzt hier mal rüber, dass ihr mal das Ausmaß seht, wie viel das ist. Und die sind auch alle jetzt verkauft worden, beziehungsweise die werden jetzt heute noch verschickt, wenn eine Kollegin dann endlich mal Zeit hat, das Ganze zu verpacken, weil ich verpacke sicher gar nichts. Und ja, wie gesagt, das ist der Punkt Nummer 5 und auch vielleicht eine coole Geschichte, weil sehr, sehr oft werden die sogar verschenkt, solche CDs, DVDs auf dem Flohmarkt. Wenn du alle nimmst, zahlst du 20 Cent pro Stück. Da vielleicht auch mal nachschauen, ob für den einen oder anderen da was drinnen ist oder einfach für sich selbst, für seinen eigenen Shop kaufen. Dann muss er zum Shop passen und dann hat man hier mal 500 Listings am Start. Das ist auch geil. Versenden kann man es gut. Also das passt genauso, meine Freunde, würde ich sagen. Jetzt gehen wir zum Abschluss noch ganz kurz in mein Büro. So, Freunde, der eine oder andere wird sich jetzt noch denken, okay, René, das sind halt coole Produkte, aber wieso verkaufst du keine PS5? Wieso verkaufst du keine teure Elektronik? Und wieso? Natürlich, ich habe, Freunde, ihr müsst euch immer denken, diese Videos sind für Leute, für jeden geeignet. Jeder kann sich das Giveaway holen, jeder kann so an DVD-Balk rankommen, jeder kann einen Rechner ausschlachten. Das ist für jeden Einzelnen, der hier zuschaut. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier natürlich auch PS5, hier ist eine PS5. Und natürlich verkauft sich so eine Apple Watch gut oder auch hier so eine PS5 oder noch eine PS5 oder wir haben draußen noch einige andere stehen. Natürlich verkauft sich das Zeug gut, aber es bringt euch ja nichts, weil ihr könnt es erstens mal nicht beziehen, ihr habt einen mega Kapitalaufwand und ja, es ist halt schwierig, das für jeden greifbar zu machen, meiner Meinung nach. Und was ich euch jetzt auch noch zum Ende sagen will, jeder dieser 5 Punkte kann, ist nicht für alle, also geht jetzt nicht los, wenn ihr im Lego-Bereich seid und kauft euch DVDs. Wenn ihr aber im Gaming-Bereich seid, wenn ihr schon Spiele habt oder ihr verkauft nur gebrauchte Spiele, dann könnt ihr überlegen, okay, soll ich DVDs, Games und so weiter mit reinnehmen oder mache ich auch so Bulk-Verkäufe und so weiter. Das kann man natürlich machen, aber macht nicht den Fehler und sagt jetzt geil, weil René das gesagt hat, haue ich jetzt einen ganzen Plan durch die Gegend und holen mir jetzt Brickheads, obwohl ich noch nie mit Lego zu tun hatte. Natürlich, wenn du das dann als Buy-and-Hold-Investment siehst, dann ist es wieder was anderes, aber du weißt, was ich meine. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen, meine Freunde. Gerne abonniert den Kanal, um auch am PS5-Gewinnspiel teilzunehmen und gerne liked dieses Video, würde mich natürlich übelst freuen. Das nächste Video wird schon sehr, sehr bald online kommen. Ich habe diese Woche 4 gebracht, nächste Woche werden es auch wieder 3 oder 4. Und jetzt wünsche ich euch einen super schönen Freitag, gebt Gas, bleibt motiviert und habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, euer René, ciao, ciao.